Moin, moin, hier ist DK und ich habe heute vor, einen kleinen Workshop zu machen über das Effekt-Routing beim Korg M50 im Sequencer-Modus. Vielleicht interessiert das ja irgendeinen, da gibt es ja schon von Korg direkt auf Englisch recht gute Tutorials und Workshop-Videos. Nur mit dem Effekt-Routing, da haben die sich noch nicht so richtig toll mit befasst und deswegen mache ich das mal. Ich habe das früher auch bei der MPC 5000 gemacht und bei der MPC 500 auf meinem alten YouTube-Kanal. Und die Geräte habe ich allerdings alle nicht mehr. Jetzt habe ich hier einen Korg M50 stehen und habe mir gedacht, ich mache jetzt hier mal einen Workshop. Also, einige kennen sich vielleicht mit Effekten nicht so gut aus und wie das Ganze funktioniert. Und deswegen hier mal so einen kleinen Einsteige-Crash-Kurs. Ich habe eine kleine Sequenz gebastelt, so einen ganz simplen Drumbeat mit ein bisschen Bass. Den spiele ich mal kurz ab. Die Spuren, die ich benutzt habe, haben immer nur zwei Bars, die geloopt sind. Und ich möchte euch mal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, da jetzt Effekte drauf zu legen. Dafür drückt ihr einfach mal den Page Select Button, damit dieses tolle Menü hier kommt. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben 5 Insert-Effekte beim Korg M50. Die sehen wir hier oben auch. Ihr seht, dass alle Effekte nicht belegt sind, außer der erste. Da habe ich einen Reverb drauf gemacht. Und hier seht ihr auch nochmal die ganzen Insert-Effekte 1 bis 5. Das sind die Tabs, da kann ich dann die Einstellungen vornehmen für die Effekte. IFX 1, 2, 3, 4 und 5. Ne? Alles leer bis auf IFX 1. Hier ist mein Reverb drauf. Und hier kann ich jetzt alle möglichen Einstellungen vornehmen. Und das Routing geschieht über diese zwei Tabs, genau wie beim Sequencer auch und beim Sequencer Mixer habe ich hier FX Routing für Track 1 bis 8 und FX Routing für Track 9 bis 16, also alle 16 Spuren. Und ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich nutze die 5 Insert Effekte oder ich nutze die 2 Master Effekte oder aber ich nutze sogar noch den Total Effekt. Die Unterschiede sind bei diesen Effekten, ich kann die Insert-Effekte, da kann ich einzelne Spuren hier über diese Matrix drüber routen, das zeige ich euch gleich. Kann also einzelne Spuren mit Effekten versorgen. Die Master-Effekte funktionieren so ähnlich, nur dass ich die hier nicht richtig routen kann, sondern dass ich den Ausgangsbus der Tracks auf linken und rechten Kanal stellen muss, so wie hier. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder von 0 bis 127, also mit 128 Schritten, den Send für den Master Effekt 1 zu bearbeiten. Das heißt, jetzt in dem Fall würde das volle Signal der Drumspur Track 1 auf den Master Effekt 1 geroutet. Die Master Effekte zeige ich euch nachher noch, die sind nämlich in so einem anderen Menü versteckt. Ich kann natürlich auch den wieder auf 0 drehen, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte, was weiß ich, Track 2 auf Master Effekt 2 routen, dann drehe ich den auf. Je mehr ich den aufdrehe, desto mehr Signal geht an die Effekteinheit. Was ich jetzt noch machen kann, wenn ich die Insert-Effekte benutzen möchte, dann habe ich auch das Ganze schön übersichtlich hier. Wenn ich jetzt nur einzelne Spuren über einen Effekt laufen lassen möchte, drücke ich hier auf diesen Pfeil und route den Track 1 zum Beispiel nicht auf den Ausgang, den Audioausgang des Gerätes, also zum Totaleffekt, zum Ende hin der Kette, sondern zum Beispiel zum Insert-Effekt 1. Und schon seht ihr, das Signal wird jetzt gar nicht mehr nach zum Links-Rechts-Bus gesendet, zum Stereo-Bus, sondern geht erst einmal direkt hier in den ersten Effekt, in den IFX 1. Das gleiche kann ich jetzt zum Beispiel mit der zweiten Spur machen, indem ich jetzt sage, ich will meinetwegen IFX, ich nehme nochmal IFX 1, dann geht die auch zum IFX 1. Ich kann also nicht nur mal eine Spur routen zu einem Insert-Effekt, sondern ich kann auch meinetwegen alle Spuren auf einen Insert-Effekt legen. Jetzt nehme ich Spur 3 und route die auf IFX 3. Und ich habe eine super Übersicht und sehe sofort, okay, welchen Effekt habe ich gewählt und welche Spuren werden auf welchen Effekt geroutet. Jetzt mache ich das Ganze mal wieder rückgängig, ich gehe auf links, rechts. IFX 1 lasse ich mal auf Reverb geroutet
Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier einstellen können. EFX1. Wichtig ist, wenn ihr denn überhaupt was hören wollt, am wichtigsten überhaupt bei den Effekten ist dieser Wert. Red Dry. Dry bedeutet, das Signal wird vom Effekt gar nicht bearbeitet, ist sozusagen trocken geblieben, wurde nicht angefasst. Red bedeutet, das Signal wird ordentlich zugeschüttet mit dem Effekt, deswegen Red kann man sich so merken als Eselsbrücke. Das heißt, ich kann ja die Abhängigkeit zwischen komplett das Signal bearbeitet und gar nicht bearbeitet, kann ich jetzt hier, ihr seht, rechts geht es dann immer runter und links geht es hoch, kann ich jetzt halt die prozentuale Verteilung zwischen bearbeitet und nicht bearbeitet auswählen. Ich mache es mal auf Dry, das heißt, ihr hört jetzt gar nichts. Und wenn ich jetzt mal langsam aufdrehe, dann hört ihr, dass die Drums vom Track 1, das sind jetzt nur die Drums vom Track 1, dass die extrem durch den Hall durchgehen, durch den Reverb durchgehen. Jetzt drehe ich das Ganze wieder zurück. Und das war's. So, jetzt haben wir die 5 Insert-Effekte uns angeguckt. Jetzt gehen wir nochmal mit dem Page-Select-Button auf MFX, TFX. Wir haben ja noch die 2 Master-Effekte und den Total-Effekt. Die Master-Effekte habe ich euch gerade gezeigt, wie ihr die routen könnt. Ich gehe nochmal zurück. Page Select, EFX. Nehmen jetzt mal den wieder auf den Links-Rechts-Bus und sage, ich möchte gerne alle Spuren volles Matt auf den Main-Effekt 1 geroutet haben. Zumindest die paar Spuren, die ich hier benutzt habe, das dürften die 4 ja sein maximal. Jetzt gehe ich hier mit dem Page Select auf Master Effect, Main Effect sage ich schon mal, Master Effect, Total Effect. Spiele die Spur nochmal ab und ihr hört wieder sehr wenig. Wir machen das mal anders. Erstmal gehe ich auf MFX1. Das Signal ist volles Brett auf Wett gestellt, das heißt, es wird ordentlich durch einen Effekt durchbearbeitet. Das ist gut, denn jetzt kann ich mir anhören, was ich für Effekte hier zur Auswahl habe. Sonst würde ich ja nichts hören, wenn das Signal gar nicht bearbeitet würde. Ich gehe mal wieder in die Reverbs rein und ihr hört schon. Ich kann also auch während der Wiedergabe mir die Effekte anhören und gucken, was sie denn machen würden, wenn ich sie nehmen würde. Wenn ich einen Effekt benutzen möchte, drücke ich auf OK und schon ist die Sache erledigt. Jetzt habe ich ja noch eine Möglichkeit. Und zwar, wenn ich jetzt alles Mögliche auf dem Master Effect 1 geroutet habe, habe ich die Möglichkeit, das Signal nicht direkt zum Totaleffekt und damit zum Ausgang zu katapultieren, sondern ich kann es nochmal in eine Kette reinschicken, indem ich hier drücke. Jetzt wird das Signal nicht direkt zum Ausgang geschickt, sondern wird auch noch abgegriffen und nochmal durch den MFX2 geschickt, obwohl ich ja vorher in der Liste gar nichts dem MFX2 zugeroutet habe. Aber er kriegt das Signal jetzt trotzdem. Aber erst nachdem es durch den ersten Effekt gegangen ist, ne, erst am Ausgang des ersten Effektes, geht es nochmal durch den zweiten durch. Ich kann also eine Kette bilden. Das gleiche kann ich auch mit den Insert-Effekten machen. Ich gehe nochmal zurück. Wenn ich auf EFX Setup drücke, dann kann ich zum Beispiel den Ausgang des ersten Effektes mit dem Eingang des nächsten Effektes in Kette schalten. Das heißt, ich kann mehrere Effekte miteinander verketten, wenn ich das denn will. Ist natürlich dann ein bisschen unübersichtlich und am Ende kommen immer ganz interessante Sachen raus. Einfach mal mit rumspielen. Ja, jetzt haben wir die Master-Effekte 1 und 2. Ich nehme die Kette mal wieder raus, den brauche ich sowieso nicht. Was man jetzt noch machen kann, ist, man kann noch einen Totaleffekt anwenden. Da habe ich aber keine Sense für. Das heißt, alles, was ich mache auf diesem Gerät hier, geht durch diesen Totaleffekt. Im Moment ist kein Effekt gewählt, das heißt, es passiert nichts mit dem Signal. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie beeinflussen, welche Spur wie stark bearbeitet wird. Wie mit den anderen, da habe ich ja die Möglichkeit über den Send-Reglern selber zu sagen, welche Spur wie stark bearbeitet wird. Sondern hier habe ich echt nur die Möglichkeit, das komplette Ausgangssignal, bevor es bei mir aus den Lautsprechern kommt, nochmal durch einen Totaleffekt durchzuschicken. Macht zum Beispiel Sinn, wenn man da, was weiß ich, einen Limiter oder einen Kompressor haben will, um das ganze Signal nochmal ein bisschen flach zu halten, damit es nicht verzerrt. Das wäre dann zum Beispiel eine sinnvolle Sache für so einen Totaleffekt, um dann hinterher nochmal alles ein bisschen
unter die 0 Dezibel zu schieben, damit man keine Verzerrung reinkriegt zum Beispiel. Dann könnte ich jetzt hier einen Limiter reinhauen. Ne? Die Einstellung habe ich hier auch, ne? MFX1, MFX2 und natürlich jetzt den Totaleffekt. Der ist volles Brett auf Wett gestellt, das heißt, das Signal wird total bearbeitet. Und ich kann den ja mal langsam rausnehmen. Man merkt schon, es wird ein bisschen lauter, also der Limiter funktioniert. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ich nehme jetzt mal ganz kurz hier den wieder raus. Und zwar gehe ich mal kurz auf den MFX1. Ich kann nämlich, das ist das Schöne bei dem Ding hier, ihr seht hier, der Wet Dry Mix liegt bei 50-50. Ich gehe mal auf Dry, das heißt, wir hören kein Delay. Ich kann was ganz Tolles machen. Ich kann auch in Echtzeit die Effekte aufnehmen, wenn ich die verändere. Das mache ich mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz in den Sequencer rein mit dem Exit-Button, wähle mir jetzt einen anderen Track, denn ich habe das Problem, ich habe die Spuren ja immer geloopt. Ihr seht es hier, Play Loop, zwei Bars immer nur. Wenn ich jetzt was aufnehmen würde auf einer Spur, wie ich den Effekt verändere, dann würde er das nur zwei Spuren lang machen und danach immer wiederholen. Ist ja klar. Deswegen nehme ich einfach eine neue Spur, die ich nicht benutzt habe. Ich nehme einfach mal Spur 8. Ne? Oh, bin ich schon drauf hier? Hier kann ich ja meine Tracks auswählen, das kennt ihr ja sicherlich. Zack, ne? Track 8. Eine Spur, die ich nicht benutzt habe. Und die kann ich jetzt länger machen als nur zwei Bars. Das heißt, da kann ich jetzt über, was weiß ich, so viel Bars, wie ich auch Lust habe, den Effekt hin und her kreisen lassen. Oder irgendwas anderes drauf einspielen. Ich nutze es jetzt halt nur für den Effekt. Man könnte die Spur natürlich vielleicht auch umbenennen, damit man weiß, da liegt der Effekt drauf. Und dann gehen wir wieder rein. Moment, als erstes natürlich Overdub an. Sollte ich nämlich sonst Overdub ausmachen, wisst ihr ja sicherlich auch. Und ich hätte da jetzt schon ein Instrument eingespielt, wäre das Instrument jetzt mit der nächsten Aufnahme futsch. Denn er würde das ja overwriten und dann hätte ich dann nur noch die Einstellung von der Automatisierung der Effekte aufgenommen. Das heißt, Overdub ein, sollte auf der Spur schon was drauf liegen. Sonst ist es weg. Page Select, MFX, gehe ich hier wieder rein, ich lande wieder da, wo ich war. Locate, damit ihr an Anfang des Songs kommt. Record Wide, Metronom klickt schon und er nimmt auf. Und wenn ich jetzt hier, falsches Feld, langsam hochdrehe, hört ihr wieder, das Delay ist zu hören. Ich drehe jetzt also gerade an dem Rädchen hin und her. Gehen wir auf Start, Stop, Locate, gebe den Song wieder und habe jetzt meine Griffe vom Keyboard weggenommen und ihr seht, er hat sich das gespeichert, die Veränderungen, die ich eben gemacht habe. Das heißt, ihr könnt mitten im Song richtig schön an den Effekten rumdrehen und alles mit aufzeichnen. So ein kleiner Blitz-Crash-Kurs für das Effekt-Routing beim Korg M50. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ich Bock habe, vielleicht mache ich noch mal so ein paar andere Workshops über den Sequencer. Ich beschäftige mich mit dem Gerät hauptsächlich mit dem Sequencer, weil darum geht es mir bei dem Gerät. Ich möchte halt kleine Songs bauen. Und da werde ich vielleicht noch mal das eine oder andere Tutorial, einen oder anderen Workshop machen. Lasst doch mal ein bisschen Feedback da. Wie hat es euch gefallen? Möchtet ihr, dass ich noch mal weiter vielleicht so ein Workshop-Video mache? Schreibt mir ein bisschen was. Viel Spaß mit eurem M50, euer DK.